Jetzt geht's los mit dem Torwartschießen. Lukas Steinlein ist hier. Herzlich willkommen. 15 Jahre Gymnasium. Ja. Mhm. Aus Bielefeld. Genau. Fan von Arminia Bielefeld? Nee, von Werder Bremen. Werder Bremen. Oh, muss ich mich dazwischen stellen zur Sicherheit? Oder geht das noch so? Wer wird denn am Ende seine Krise eher in den Griff bekommen? Werder Bremen oder Bayern München? Ja, ich hoffe Werder Bremen. Ne? Aha. Das wird schwierig jetzt beim Torwartschießen. Du hast dich beworben mit einem Video, wir zeigen das ganz kurz. Und bist also eher so der Typ für die Fernschüsse. Spielst aber auch wirklich Fußball, also nicht nur ein Trickser? Ja, beim TuS Söllenbeck. Ja, TuS Söllenbeck. Das ist in der Nähe von Bielefeld? Ja, das ist ein Stadtteil von Bielefeld. Aha. Position? Offensives Mittelfeld. Ah, also eher der Müller-Typ oder? Ja, eher so wie Müller, also so torgefährlicher. Ja, ja. Mindestens. So, dann kann's losgehen. Louis van Gaal heute, wir versprechen, mit ganz normalen Schuhen. Drei unten. Da ist aber mächtig Wumms dahinter. Man merkt die Pause. Da hat man Kraft aufgespart. Und der dritte unten rechts. So, Lukas, da ist doch aber jetzt eine Chance da. Beim letzten Mal hat Louis van Gaal hier zweimal. Lukas Steinlein. Ah. Komm ein bisschen näher und jetzt. So, dann geht's nach oben. Ein auch in dieser Höhe gerechtes 0:0. Und jetzt drei oben. Louis van Gaal als erster. Und jetzt der letzte. Und dann. Er kam immer näher. Also Lukas, alle Möglichkeiten, drei Chancen, den Gewinn hier mit nach Hause zu nehmen. Versucht das eher mit dem Chip. Ah! Und damit 1:0. Gratulation. Hast du das gesehen? Von Louis van Gaal, dem Meistertrainer. So, und was hast du gewonnen? Zwei Karten, eine sogenannte VIP-Reise zu einem Spiel deiner Wahl. Mit einem Menschen deiner Wahl. Wen nimmst du mit? Ja, mein Bruder wahrscheinlich. Bruder, ne? Heute bist du mit der Mutter hier, aber willst du auch noch ein bisschen Spaß haben. Ne? Gratulation nochmal, Lukas Steinlein. Danke, Louis van Gaal. Was nehmen wir mit in die Nacht? Es hätte so viele Weisheiten gegeben. Die Bücher sind voll davon. Aber zumindest ist das, dass es überhaupt keinen Spaß macht, gut erfolgreich zu sein, aber schlecht zu spielen, umgekehrt zu verlieren und zu gewinnen, macht auch keinen Spaß. Hoffen wir, dass der Meister mit dem Fußball auch Meister wird, der erfolgreich ist und der schön ist. Denn das hat das gezeigt, das vergangene Jahr. Da war der FC Bayern in beidem erfolgreich, nämlich schön spielen und erfolgreich. Und wir hoffen, dass der FC Bayern in diese Spur zurückfindet, denn das bereichert die ganze Liga. Danke Louis van Gaal, danke Lukas, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war das aktuelle Sportstudio.